Was geht ab, Leute, und damit herzlich willkommen bei One Piece Folge 1114. Ich denke mal, ihr habt genauso viel Bock wie ich auf diese Folge, denn wir haben so einen leichten Teaser bekommen, dass Garp angekommen ist und der wird natürlich für ein bisschen Radau sorgen. Also, ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Bis gleich! Ich frage mich, ob Moria wirklich befreit worden ist. Ob Corby dabei geholfen hat. Wer weiß. In der Zwischenzeit habe ich auch gesehen, wer sie ist. Ist von Kranich. Familienmitglied. Aber natürlich das Wichtigste zum Schluss. Garp ist angekommen. Und das wird geil bestimmt. Also ich denke mal, der wird auf jeden Fall ein bisschen Radau dort machen. In der Pirateninsel. Denn Corby ist ja, ja, wie sein Sohn, mehr oder weniger. Die Faust, uff. Ja, auf jeden Fall einige Piraten hier. Ist ja auch die Pirateninsel. Corby, was erwartest du? Wer war das jetzt? Einfach Blumen. Geil. Oh, und die sind dann auch noch so drauf. Dr. Vegapunk hat es gemacht. そういうこと聞いてんじゃねえよ。ええ、よくやっぴょったすてん。コビ先輩。こっち来て使うさよ。変な意味じゃのって。ヒバリ。ヒバリさん、どうしてここに。はい、火薬に咲く花、お花玉打ち込みましたけ。お、ナイス。今のうちに早う。 Na, die steht wohl auf ihn. Ein Lunchpaket. Ach, wie süß. Na, den hatten wir auch kurz gesehen gehabt. Prinz. Auch von Prinz Cruz. Lehmfrucht. Auch von Sword, okay. Jetzt wissen wir auch, von wem die Puppen sind. Nein. Die hat alles zugemacht. Geil. Hat die gut hingekriegt. Oh, wenn ich den schon sehe, kriege ich Gänsehaut. Oh. Garp! Oh mein Gott! Ja, so geil, Garp! Oh.
Kanari-san wa boku o tasuke ni kite kureta ndesu yo ne? E? Hai. Hai. Arigatou gozaimasu. Oh. E? Sonna. Sa, isoide nigemashou. Ueda! Der kommt mitten rein in die Insel. Ja, dieser Gab ist so durch. Ach, er setzt sich nicht zur Ruhe, wenn es um seinen Corby geht. Oh shit. Oh nee, nicht. Oh mein Gott. Oh, sieht das wieder fresh aus? Ey, Gänsehaut pur! Boah, Junge, das ist so krass. Oh, Junge, das sieht so wild aus. Der macht die ganze Insel kaputt mit einem Schlag. Oh mein Gott, oh shit. Er gab jedes Mal so gut, wenn der Typ kommt. Boah, guckt euch diese Vernichtung an. Corby fliegt selber weg. Coming. Was für zur Ruhe gesetzt. Der kann es mit so viel noch aufnehmen, wenn er Bock hat. Hat er doch gesagt, um dich zu retten, Corby. Ist so ein epischer Auftritt. Was ein Bild. Oh Mann, ey. Durchgängig Gänsehaut. そう、クラブへ。納得がいかんの。しっかり驚いた。ふざけんなよ。ここまで来といて、なんで不安でねえしょな感じなんだよ。ええ、すごいガイ。すごいガイ だって。 Oh, Komi! Mepo ist auch dabei. Nicht weinen. Nicht weinen. Ah, der muss immer weinen. Hey, Junge!
Das war saubere Arbeit. Also die anderen Mitglieder waren auch schon krass, muss man sagen. Oh. エルメッポさん、投資員さん、とじゃないみなさんまで。コビー先輩はみんなに慕われとりますけ。アンギャコビー、そんなもん持って。走りに行くそうじゃの。各中将、足かせがなかなか外れんで、王女を証明ですけ。なんとかして。 Er hat wenigstens gefangen. Bisschen warmes Wasser drüber, dann geht's wieder. Kennen wir noch von damals. Boah, sehen wir den Kampf. Der war, der war so geil. Ich bin echt gespannt, was Kusans Plan ist, der wirklich mit Blackbeard gemeinsame Sache macht. Das wissen wir. Dakain und Kusan. Aokiji no Ogenka. Aokiji. Toka ni oyobu shitou no sue, shouri shita no wa Akainu. Akainu wa nasake o kake, Aokiji ni todome o sasu koto wa nakatta. Shikashi Aokiji wa Akainu no shita ni tsuku koto o kyohi. Kaigun o satta. Oh, wir sehen ein bisschen von Aokiji, was danach passiert ist, nach dem Kampf. できんのは世界に一人しかいねえよな。おめえだ、青キジ。 表で仲間が凍ってんだろ。能力を研ぎ。うるせえな。グラグラの身の能力はやめとけよ。 仲間が割れて死ぬぞ。お前船長ならわかるだろう。俺から手を出したと思うか。それに知ってるよな、俺は昇進の上肝を立ってんだ。Danke für die Information. 誰が悪いか想像しろ。 So Leute, und damit kommen wir zum Fazit von One Piece Folge 1114. Ich bin immer noch richtig gehypt von Garp. Also ich meine, wenn Garp immer auftaucht, gibt's immer Action. Aber was war das für ein krasser Schlag von ihnen. Also richtig gut. Und was haben wir bekommen? Am Ende Aokiji versus Garp vielleicht. Also ich bin gespannt. Zum einen werden wir vielleicht mitkriegen, warum Aokiji bei Blackbeard angeheuert hat. Und zum anderen wird es wahrscheinlich zum Kampf kommen zwischen den beiden. Ich bin echt gespannt und ich kann es kaum erwarten auf die nächsten Folgen. Also ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.